Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Wagen, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wie gewohnt decken wir sie natürlich gemeinsam auf. Der Fisch ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und die Intuition ist eure Hauptenergie. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Eine Botschaft deiner Seele wartet auf dich. Werde ruhig, halte inne, fühle in dich hinein. Die erste Karte in diesem Reading ist der Gehängte. Der Gehängte als Karte alleinig für sich ist zweideutig zu deuten. Der Gehängte kann für ein Stagnieren stehen, für ein Festsitzen, ein Festhängen, ein Nicht-von-der-Stelle-Kommen, ein sich im Kreise drehen, kann man sagen. Typischerweise die Stagnation eben in dem Sinne, dass man nicht weiterkommt im Leben oder vielleicht auch bei seinen Gedankengängen eventuell auch Bezug nehmen auf ein ganz bestimmtes Genre. Das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Genauso gut kann aber der Gehängte für einen Meinungs- oder Perspektivenwechsel stehen. Eine Meinung, die man bislang vertrat, könnte man hier gut und gerne ändern. Man könnte auch möglicherweise die Sichtweise ändern, also die Sachlage aus einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Diese beiden Grunddeutungsvarianten gibt es. Da brauche ich natürlich noch die Klärung und Spiegelung, um konkreter werden zu können. Einen Gegenüber haben wir hier schon. Der Herrscher ist in einem allgemeinen Tarot-Reading stets für das Gegenüber repräsentiert. Es ist also hier ein Bezugsmensch von euch dargestellt, liebe Wagen, dem ihr höhere Bedeutung oder größere Gewichtung zuschreibt. Jemand, der einen gewissen Einfluss auf euch haben kann, ob er oder sie das will oder nicht und auch ob ihr das wollt oder nicht. Dieser Mensch bestimmt zu einem bestimmten Maße sozusagen eure Gedanken- oder Gefühlswelt. Das ist hier manchmal auch eine Autoritätsperson. Das kann jemand sein, zu dem man sich natürlich hingezogen fühlt. Genauso gut kann das aber auch jemand sein, der beispielsweise euer Chef ist oder ein Elternteil von euch ist, der beste Freund, die beste Freundin. Genauso gut kann das hier natürlich Partner oder Partnerin, Wunschpartner oder Wunschpartnerin darstellen. Aber der Herrscher neben dem Gehängten, entweder geht es mit diesem Menschen zusammen nicht weiter im Moment, man kommt nicht zu ihm oder ihr durch, beziehungsweise stagniert ihr beide sozusagen an Ort und Stelle. Genauso gut könnte man natürlich eine Perspektive von diesem Menschen annehmen, wobei man bislang vielleicht nur die eigene kannte, oder man ändert die Meinung bezugnehmend eines bestimmten Menschen. Es gibt hier noch sehr viele Interpretationsvarianten, auch da will ich die Klärungen und Spiegelungen natürlich noch abwarten. Die 5 der Münzen ist jetzt hier zentral in der Mitte oben, ein etwas überstrahlendes Thema. Die 5 der Münzen ist eine Verlassenskarte, da gibt es zwei ganz typische im Tarot. Und das ist die eine, die andere ist die 8 der Kelche. Aber bei den 5 der Münzen geht es häufig um einen Verlust, um einen Mangel, um etwas, was zur Neige ging oder etwas, was verloren gegangen ist, was aber früher existent war. Das mag beispielsweise die Verbindung zwischen euch beiden sein. Das mag beispielsweise das Vertrauen von euch beiden gegenüber sein. Das mag die Loyalität sein. Es mag der Verlass sein. Es kann hier sehr vieles verloren gegangen sein aufgrund von Vorkommnissen und Umständen, die in der Vergangenheit möglicherweise vielleicht sogar euch beide auseinandergebracht haben oder euch beide zum Stillstand brachten. Das kann ich mir natürlich ebenso vorstellen und möchte ich mir auch noch weiterhin anschauen. Die Sonne.
Die Sonne ist eine grundweg positive Karte. Sie steht für Heiterkeit, Fröhlichkeit, für Harmonie, für Frieden, Wohlstand und natürlich auch eine Art heiteres Gemüt und Güte könnte hier in der Sonne verkörpert sein. In der Spiegelung auf dem Herrscher kann man hier wohlwollend sehen. Man sieht, dass man diesem Menschen nichts Böses möchte. Andersrum scheint es mir genauso zu sein. In manch speziellen Situationen, und wir haben hier eine, weil ich hier eine Verlassenskarte im Trigger habe, kann die Sonne auch für einen Neustart stehen, mit der Absicht, es jetzt besser zu machen, fortan, als es vorher in der Vergangenheit abgelaufen ist. Auch das wäre hier möglich, genauso wie man in der Sonne auch Positivität und Optimismus erkennen kann. Es wäre also auch plausibel, wenn man hier hofft, dass das wieder gut klappt zwischen euch beiden, dass man doch wieder zueinander findet, jemand vielleicht auch zu einer Erkenntnis kommt, was übrigens hier mit der Klarheit und hier auch mit diesem Geistesblitz, mit dieser Idee, mit dem Licht, das hier einem aufgeht, gut und gerne dargestellt sein kann. Ihr merkt, ich habe hier sehr viele Interpretationsvarianten nach wie vor. Die Klärungen und Spiegelungen werden da konkreter sein. Das ist die Gerichtskarte, die genauso für eine Erkenntnis, für eine Erleuchtung, für eine Eingebung stehen kann. Man könnte hier auch mit dem Gericht neben der Sonne davon sprechen, dass man hier die bestmöglichste Wahl treffen will und diese Wahl niemals revidieren möchte. Man möchte hier also den Durchblick haben. Man möchte hundertprozentig wissen, was man am besten jetzt tut in dieser Situation. Und es gibt hier möglicherweise wirklich eine Art Zerstreuung von euch beiden, ein Zerwürfnis, einen Streit, ein Auseinandergegangensein. Und ob man sich jetzt damit abfinden möchte oder nicht, scheint mir hier jene im Raum stehende Frage zu sein, die ihr sowie auch euer Gegenüber sich hier potenziell auch hundertprozentig sicher beantworten wollen. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Ich kann mir hier gut und gerne mit einer, zwei und jetzt drei Klarheitskarten vorstellen, dass eure Intuition, eure Hauptenergie euch etwas ganz Bestimmtes sagen möchte. Jene Botschaft eurer Seele, die hier auf euch wartet, wie es hier auch in der Karte vom Fisch schon dargestellt ist und niedergeschrieben wurde. Das kann ich mir hier für viele von euch sogar sehr intensiv vorstellen mit jenen großen Arkana. Ich habe hier vier an der Zahl, die hier dann schon eine recht eindrucksvolle Energie sind. Man will also vieles wissen, vieles in Erfahrung bringen in dieser Situation. Man spricht hier auch vom Ruf des Schicksals folgen, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass man hier überhaupt erst einmal eine Einsicht bekommen möchte, was das Schicksal oder Gott oder die Engel oder das Universum mit einem, mit diesem Menschen zusammenhängend überhaupt sagen möchte. Wer ist dieser Mensch für euch? Was für einen Sinn und Zweck hat eure Verbindung? Warum seid ihr euch über den Weg gelaufen? Warum seid ihr jetzt hier sozusagen auseinandergegangen? All das sind Fragen, die man hier sich versucht zu beantworten. Aber das können viele von euch natürlich auch auf unterschiedlichen Arten und Weisen versuchen. Die Acht der Kelche, da haben wir die nächste Verlassenskarte. Ich habe es vorhin, glaube ich, hier bei den Fünf der Münzen schon angesprochen. Es gibt zwei ganz typische Verlassenskarten. Und hier haben wir jetzt schließlich die andere dieser beiden, die Acht der Kelche. Woanders ist das Gras grüner, auf zu neuen Ufern. Man möchte hier möglicherweise in dieser Situation nicht länger verharren und macht sich also auf in eine Richtung, von der man überzeugt ist, es ist die richtige Richtung. Es ist das Richtige, was man tut. Und jetzt muss man aufpassen, denn eine Situation, die man hier in Zukunft im Begriff ist zu verlassen, kann natürlich jene Gegenwart hier sozusagen betreffen, wo ihr beide zwei getrennte Wege geht. Das heißt also nicht unbedingt, dass ihr euch mehr und mehr voneinander entfernen möchtet, sondern dass dieses bereits stattgefundene voneinander entfernen hier sozusagen ins Gegenteil verkehrt werden soll. Hier will man sich also wiederum annähern. Das passiert häufig, wenn Verlassenskarte auf Verlassenskarte folgt, vor allem im Outcome. Das ist hier noch Zukunftsmusik. Man kann hier bei den Acht der Kelchen auch sagen, man greift hier nach den Sternen, man will genau das haben oder erreichen, wovon man sich Glück, Wohlstand, Hoffnung, Frieden verspricht. Das ist hier auch mit der Sonne teilweise so dargestellt. Und die Intuition, eure Hauptenergie, könnte hier eben jene treibende Kraft für dieses Engagement, für dieses Anliegen sein, dass man dem eben dann auch final nachgeht, zu dem man sich auch hingezogen fühlt. Und wenn das ein Mensch ist, ist es dieser Mensch natürlich. Wenn das ein persönliches Ziel ist, wäre es das persönliche Ziel. Dann ist das hier der große Wurf, zu dem man ansetzt. Man kann das hier noch recht individuell deuten, wie auch schon gesagt. Bin ich gespannt, was mir jetzt die nächste Reihe sagen kann.
Königin der Münzen, das ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Zu den Hofkarten ist direkt zu sagen, dass es hier zweitrangig ist, eigentlich, ob jetzt hier Münzen, Stäbe, Schwerter oder Kelche dargestellt sind, sondern jede einzelne Hofkarte im Tarot hat eine ganz bestimmte charakteristische Deutung, die man entweder auf sich selbst oder natürlich auch auf Bezugsmenschen beziehen kann. Jedes einzelne Sternzeichen kann also in jeder einzelnen Hofkarte dargestellt sein. Aber die Königin der Münzen ist von der Gesinnung her oder vom Gemüt her eine sehr geduldige Person, eine bodenständige Person, jemand, der jetzt nicht abhebt, jemand, der Zufriedenheit relativ schnell erlangen kann. Anders ausgedrückt, jemand, der sich schnell anpasst und jemand, der jetzt nicht unbedingt an alles und jedem etwas auszusetzen hat. Eine Person, die gut und gerne eine gewisse Toleranz besitzt. Allerdings kann diese Schwelle auch schnell ausgereizt werden. Generell ist die Königin der Münzen sehr hilfsbereit. Jemand, der gut und gerne auch manchmal andere, ich sage jetzt mal, bevorzugt. Man könnte auch sagen, das Wohl anderer über das eigene Wohl stellt. Das ist dann eher so die Selbstaufopferung. Das sind alles Deutungsvarianten der Königin der Münzen. Und natürlich könntet ihr, so wie auch ein Bezugsmensch von euch, so eingestellt sein. Was hier aber mit der Königin der Münzen auf den Gehängten schon bereits dargestellt ist, ist die Stagnation. Diese Königin der Münzen sitzt in ihrem Thron, bewegt sich nicht von Ort und Stelle, macht sich also weder auf zu neuen Ufern, noch dass man hier sich beispielsweise jemanden annähern oder entfernen möchte. Diese Königin der Münzen bleibt dort, wo sie ist, sozusagen, ist auch wahrscheinlich in einer gewissen Warteposition oder in einer gewissen Erwartungshaltung. Auf den Herrscher haben wir die Mäßigkeit geklärt. Die Mäßigkeit ist ja ähnlich wie die Sonne hier als eine Art gütige Energie zu deuten, als Wohlwollen, als Empathie kann man auch sagen. Die Mäßigkeit hat mehrere Deutungsvarianten. Die eine ist beispielsweise die Kommunikation. Kommunikation könnte hier natürlich zwischen einem und einem anderen Menschen stattfinden. Und es liegt dann natürlich auch nahe, dass ihr beide das seid. Liebe Wagen, mit der Mäßigkeit sind es dann Gespräche, die ja erstens mal sich sehr kurz anfühlen, obwohl man schon seit Stunden miteinander redet, weil man sich da sehr gut aufgehoben fühlt in der Gesellschaft des jeweiligen Gesprächspartners. Da fühlt man sich in das Gegenüber hinein, da darf man ausreden, da lässt man auch ausreden. Man spricht häufig über Tiefgründiges, Tiefsinniges, Wichtiges, nicht unbedingt über etwas, was alltäglich, oberflächlich oder der klassische Smalltalk wäre. Das sind schon wichtige Dinge, beeinträchtigende Dinge, wesentliche Dinge, möchte ich sagen. Die Mäßigkeit hat weitere Deutungsvarianten. Es ist eine der drei ganz klassischen Heilungskarten im Tarot, dass man hier also etwas in Heilung bringen will, Wogen glätten möchte, sich gut stellen will, wäre hier ebenso möglich, genauso wie man etwas begradigen möchte. Denn die Mäßigkeit ist auch eine Balance und eine Ausgeglichenheitskarte. Aber dieses Fühle in dich hinein, hier dieser letzte Satz, das kann natürlich für einen von euch beiden, sowie auch natürlich für euch beide, eine Art nächste Herausforderung oder als eine Art Anforderung dienen, damit man hier auch weiterkommt am Ende. Dieses Fühle in dich hinein könnte übertragen im Sinne bedeuten, was wollt ihr wirklich in dieser Situation? Seid ihr zufrieden mit dem, wie es sich im Moment zwischen euch beiden ereignet? Oder würdet ihr, wenn ihr könnt, etwas daran ändern? Diesen Aspekten muss man sich natürlich auch zunächst einmal bewusst werden, weil ansonsten kann man sich mit dieser entstandenen Situation natürlich auf Dauer gesehen nicht unbedingt anfreunden. In der Mitte des Readings auf die 5 der Münzen haben wir den Pagen der Schwerter geklärt. Der Page der Schwerter ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Das ist ein Beobachter, ein Analytiker. Das ist jemand, der vieles zerdenkt, häufig intelligent ist. Jemand mit klarem Verstand, jemand mit einem kühlen Kopf, könnte man auch sagen. Jemand aber auch mit einem gesunden Menschenverstand. Der Page der Schwerter kommt mir hier aber recht zurückhaltend vor, recht introvertiert vor, eher so ein bisschen abwartend, möchte ich sagen, vielleicht sogar schüchtern oder nervös. Der Page der Schwerter schaut hier aber auf die Mäßigkeit, genauso wie die Königin der Münzen hier Richtung Mäßigkeit schaut, also einem Gespräch, einer Interaktion, einer Auseinandersetzung im friedlichen Sinne, wäre man hier nicht unbedingt abgeneigt gegenseitig. Ich glaube, dass man hier den Anschluss sucht oder vielleicht auch den Wiederanschluss sucht, aber dass einer von euch beiden hier zu sehen, hier den ersten Schritt machen müsste, hier sozusagen das Machtwort ergreifen muss, hier das Zepter in die Hand nehmen muss, weil ich sehe hier zwar
dass man sich darauf einlassen würde. Ich kann aber auch hier sehr deutlich entdecken, dass man diesen ersten Schritt vielleicht nicht von alleine gehen möchte. Der Page der Schwerter hier als zentrale Karte in diesem Reading kommt mir schüchtern vor, nervös vor, zurückhaltend vor, vielleicht auch so etwas wie verteidigend vor. Das ist jemand, der sich einigelt. Das ist jemand, der möglicherweise auch Page der Schwerter auf 5 Münzen sich deswegen eingeschüchtert fühlt, weil hier ein Verlassensthema vorherrschend ist, weil man hier jemanden in Regen stehen gelassen hat oder weil man vielleicht sogar selbst in Regen stehen gelassen wurde. Ein Vertrauensbruch oder eben ein, eigentlich sollte man füreinander da sein, war es aber dann unterm Strich nicht. Auch das kann natürlich jemanden dazu veranlassen, ja, in die Verteidigungshaltung zu gehen, schüchtern zu sein, introvertiert zu bleiben, das ist dann jemand, der sich zu Hause einsperrt und erst einmal nicht rauskommt, wenn ihr mit dieser Formulierung etwas anfangen könnt. Es könntet ihr sein natürlich, es könnte auch euer Gegenüber sein, die Rollen können hier generell vertauscht sein. Es ist natürlich, wie gesagt, anhand der Charakteristiken potenziell auf die persönliche Gesinnung und Situation zu beziehen. Ich habe hier Mond auf Sonne. Das kommt relativ selten vor im Tarot. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es soll hier also etwas ganz anders werden, als es in der momentanen Situation tatsächlich sich zuträgt. Man will hier eine 180-Grad-Wende machen. Man will hier etwas ins Gegenteil verkehren, könnte man tatsächlich sagen. Der Mond generell und für sich alleine steht für Ängste, Zweifel, Sorgen, Missmut, Misstrauen, undurchsichtiges, unklares Geheimnisse oder Mysterien vielleicht auch sogar. Ich glaube, dass man hier Beweggründe oder man könnte auch sagen, tiefe Einblicke in das jeweilige Gegenüber gewährleisten müsste, während Gesprächen, während einer Kommunikation oder einem Austausch, um da auch etwas Licht ins Dunkel bringen zu können. Man möchte also hier wissen, wie kam es zu diesem Streit, zu diesem Konflikt, zu diesem Auseinanderkommen, wie konnte man sich aus den Augen verlieren oder warum war man nicht da? Füreinander, obwohl man eigentlich hätte da sein sollen füreinander, sind natürlich alles beispielhafte Fragen, die man hier in Gesprächen oder in kommunikativen Auseinandersetzungen natürlich dann auch klären müsste, weil es ist hier sehr vieles fraglich. Es ist hier sehr vieles, was irgendwo im Hintergrund existent ist, was man aber noch nicht wirklich hat sich selbst erklären können. Und es wurde einem hier auch noch nicht erklärt. Man ist hier also generell unwissend. Und wenn man sich vom Kopf und vom Herz her nicht wirklich die derzeitige Situation erklären kann, gibt es noch eine Möglichkeit. Und da brauchen wir nur auf eure Hauptenergie schauen. Das ist die innere Stimme in euch drin, die euch ein Gefühl dafür vermitteln kann, wie es nicht nur euch geht, sondern wie es auch eurem Gegenüber in dieser Situation ergeht. Und da ich hier einen Herrscher habe, sogar mit einer Spiegelung zur Sonne, wäre das Gegenüber von euch potenziell ein Mensch, zu dem ihr euch in bestimmter Form und Weise nicht nur hingezogen fühlen könntet, sondern auch verbunden fühlt. Quasi schicksalshafte Verbindungen kann man hier wahrnehmen. Und wenn es hier sich um derartige starke Verbindungen handelt, dann ist hier die Intuition quasi eine Art Einblick in die Gefühlslage eures Gegenübers. Und ich glaube, ihr merkt spätestens jetzt wird es kompliziert. Ich kann euch aber verraten, solche Situationen, solche Beziehungen, die sind immer kompliziert. Da möchte ich mir natürlich noch weiterhin die Karten anschauen. Und hier haben wir schließlich die ganz klassische Tarotkarte, die auf Intuition hinweist, die auf Träume und Eingebungen und Botschaften der Seelen hinweist, dieses Ruhigwerden innehalten, in sich hineinfühlen. Hohepriesterin ist all das sozusagen kombiniert und vereint. Die Hohepriesterin ist jene innere Stimme, von der ich euch gerade versucht habe zu erzählen und zu berichten. Die Hohepriesterin auf das Gericht, eure innere Stimme, will euch hier was sagen. Ich kann eine Botschaft deiner Seele wartet auf dich hier absolut wörtlich nehmen, denn nichts anderes ist hier dargestellt. Klarheit, Einsicht, Bewusstwerdung, Geistesblitz, man kann auch von einer Art Offenbarung oder Vision sogar reden. Genauso wie man hier sozusagen dem Ruf des Schicksals Folge leisten möchte. Aber was ist der Ruf des Schicksals? Was sollt ihr tun? Was will euch Gott, das Schicksal, die Engel oder das Universum mit der vorherrschenden Energie sagen? Und natürlich kommt das auf eure Weltanschauung an, aber unterm Strich ist das nicht unbedingt unähnlich. Ich habe hier schon mittlerweile zwei Engel dargestellt und deswegen liegt es hier auch nahe, dass viele von euch Bezug nehmend auf die Frage, was soll ich jetzt tun oder was passiert mit uns beiden jetzt, eine Antwort in sich drin
erhören könnten oder erfühlen könnten. Das kann so oder so sein. Aber wenn man im Äußeren nicht weiterkommt, weder mit dem Kopf noch mit dem Herz, bleibt sozusagen jene innere Stimme in einem drin, die als eine Art Kompass oder als eine Art Wegweiser fungieren kann. Und das kann natürlich eure Intuition sein, so wie es auch das Gegenüber euch gleich machen könnte. Auch das Gegenüber könnte hier auf Forschung in sich selbst gehen, je nachdem natürlich, wer hier in der Spiegelung von euch beiden dargestellt ist, logischerweise. Das Gericht. Dritten Engel habe ich jetzt hier sogar. Also Engel im Tarot ist, im Prinzip habe ich es euch schon erklärt, Engel im Tarot sind häufig Wegweiser. Es sind Wesen, die uns auf den rechten oder richtigen Weg leiten wollen, wenn wir selbst nicht wissen, was der richtige Weg ist. Oder wenn wir uns sogar falsch entschieden haben. Manchmal kommt das sogar auch vor. Siehe hier mit einer Kehrtwende. Man ist auseinandergegangen. Und wenn das falsch war, wenn das nicht vorgesehen war, wenn das nicht eurer Bestimmung entspricht, dann könnte man hier gut und gerne natürlich fast schon dazu gezwungen werden, den Weg wieder zurückzugehen und vielleicht nochmal seine Wahl zu überdenken. So plump kann man das hier tatsächlich formulieren. Im Outcome sind hier weitere Erkenntnisse, Einsichten, Klarheiten oder anders ausgedrückt Botschaften eurer Seele zu erwarten. Und wenn es euch beiden so ergeht, wird hier ein Aufeinanderzukommen oder ein Wiederaufeinanderzukommen, kann man jetzt so oder so sehen, tatsächlich dann auch in absehbarer Zeit passieren. Hier haben wir den Magier. Der Magier ist eine Karte, die man als Ziele, Wünsche und Träume deklarieren kann. Das ist jemand, der diese auch versucht zu realisieren, der da nicht sich so schnell unterkriegen lässt, sich schon gar nicht von Startschwierigkeiten aufhalten lässt. Eine sehr ehrgeizige Energie. Der Magier kann manchmal als der Manipulator dargestellt sein. Ich sehe ihn oder sie hier nicht unbedingt manipulierend. Aber ich sehe hier jemanden etwas ganz Bestimmtes zu wollen. Und eventuell fällt das einem erst nach einer gewissen Zeitspanne auf, was man denn wirklich haben möchte. Viele Menschen werden, wenn sie gefragt werden, was willst du in deinem Leben wirklich erreichen? Worauf kommt es dir primär an? Sind erst einmal am Überlegen. Das ist natürlich nicht verwerflich und auch nicht schlimm. Aber schlimm wäre es, wenn man dann 80, 90, 100 Jahre alt ist und auf diese Frage immer noch keine Antwort kennt. Dann kann man nicht unbedingt davon sprechen, dass man alles in seinem Leben, was man hat, erreichen wollen, auch erreichen konnte. Weil unterm Strich wusste man ja gar nicht, was man erreichen möchte. Und das ist natürlich dann etwas, was man betrauern kann, was man bereuen kann. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man sich mit solchen essentiellen Fragen relativ früh in seinem Leben auseinandersetzt. Da kann man, um es jetzt ganz direkt zu sagen, da kann man mehr aus seinem Leben machen als so manch andere, die sich diese Fragen spät oder nie stellen werden. Mit dem Magier auf den Gehängten. Ich glaube, man hat hier definitiv das Anliegen, sich aus dieser Stagnation zu befreien. Man hat aber auch das Anliegen, den Durchblick zu bekommen. Beide Deutungsvarianten scheinen hier nach wie vor aktiv zu sein. Und der Durchblick, entweder bezieht sich das auf sich selbst, was man selbst wirklich haben möchte, oder es bezieht sich darauf, auf das Gegenüber, ob man ihn oder sie wirklich haben möchte. Ob er oder sie der oder die Richtige ist oder ein verlässlicher Freund ist oder ob das jemand ist, der mit euch zusammen auch in der Zukunft weitere Wege gehen soll. Oder ist das jemand, auf den man gut und gerne verzichten kann? Darüber muss man sich im Klaren werden, bevor man eine endgültige Entscheidung trifft. Wiederum der Mond. Der Mond nach wie vor, Zweifel, Nervosität, Ängste, Sorgen, Missmut, das Dunkle, das Undurchsichtige, ich habe es euch hier schon erklärt. Und der Mond auf die Mäßigkeit, nach wie vor auch hier in der Klärung, sowie jetzt auch hier in der Spiegelung, kann für das Lüften von Geheimnissen stehen. Man will einen Einblick in die seelische Welt des jeweiligen Gegenübers hier erhaschen. Ich glaube, dass hier nicht nur euer Gegenüber darin dargestellt ist, sondern dass ihr als Funktion des Gegenübers eures Bezugsmenschen dargestellt ist. Der Herrscher ist generell, und das muss ich euch näher bringen, wahrscheinlich weil es kompliziert klingt, der Herrscher ist generell eine gemachte Person, eine wichtige Person, eine Person, die man so schnell eigentlich nicht missen möchte, mit einem gewissen Einfluss auf jemanden. Und ich glaube, dass euer Gegenüber auf euch, so wie auch ihr auf euer Gegenüber, einen gewissen Einfluss habt. Deswegen glaube ich, dass ihr beide darin dargestellt seid, jeweils füreinander. Und dass man hier jeweils übereinander ganz bestimmte Geheimnisse lüften möchte, Tiefgründiges ans Tageslicht holen oder befördern möchte. Und das passiert hier mit sehr positiver, kommunikativer Energie. Da kommt man aus sich heraus, da zeigt man sich auch zerbrechlich oder fragil von einer Seite, die das Gegenüber vielleicht noch gar nicht so richtig kennenlernen durfte.
Das ist hier, ich persönlich empfinde es als sehr positiv, weil man wirklich in das Innere des Gegenübers sozusagen eine Art Einblick gewährleistet bekommt und es im Gegenzug auch gewährt. Es sind hier jene sehr fragilen Gespräche, aber auch tiefgründigen Gespräche, die hier einiges ans Tageslicht befördern werden. So kann ich mir das hier gut und gerne vorstellen und natürlich kann das hier auf Basis dessen natürlich auch die ein oder anderen Wege für die Zukunft eröffnen. Ich habe hier jetzt die Sechs der Schwerter. Sechs der Schwerter ist eine ganz typische zukunftsorientierte mentale Energie. Das heißt Vorstellung, das heißt Manifestation, Vorstellungskraft natürlich, Imagination kann man auch dazu sagen. Hier stellt man sich entweder einen alleinigen Weg, wie es hier in der Spiegelung auch mit dem Fünf der Münzen beispielsweise dargestellt sein kann, oder einen gemeinsamen Weg könnte man sich hier natürlich genauso vorstellen. Soll hier dieses Boot alleine gesteuert werden oder soll hier sozusagen noch jemand mit ins Boot geholt werden? Das ist eine grundlegende Frage, die natürlich darauf abzielt, wollt ihr mit oder ohne eurem Gegenüber weitermachen? Diese Frage muss man hier mit dem Mond und hier mit dem Mond sich natürlich auch erst einmal wirklich konkret beantworten können. Erst einmal muss hier Licht ins Dunkel kommen. Und dann kann man sich natürlich auch an die Ausführung der Pläne setzen. Aber erst einmal muss man die Pläne schmieden und damit man sie schmieden kann, muss man wissen, was man haben will. Man folgt hier einer Art Stufenplan, so wie es für einen Kopfmenschen, wie viele von euch natürlich ein Kopfmensch sein könnten. Ich bin selbst vage, ich bin selbst ein ganz typischer Kopfmensch. Ich würde genauso vorgehen. Wenn ich nicht weiß, was ich haben will, gilt es erst einmal genau das herauszufinden. Und wenn ich dann weiß, was ich haben will, dann geht es an die Durchführung und Durchsetzung dieser Pläne, Ziele, Wünsche und Träume logischerweise. Sechs der Schwerter auf die Fünf der Münzen. Ich kann mir hier gut und gerne vorstellen, dass man sich hier das Leben in absehbarer Zeit vorstellt, ohne jenem Gegenüber und dann sich die Frage stellen muss, bin ich glücklich darüber oder ist es etwas, was ich eigentlich vermeiden möchte? So kann man natürlich auch auf eine Art und Weise an diese Sache herangehen. Hier haben wir den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Auch hier ist wiederum natürlich die Charakteristik entscheidend. Ich habe hier langsame Energie. Das ist tatsächlich der langsamste Ritter, den es gibt. Und da kann man sagen, einen Schritt nach den anderen. Man kann hier sagen, langsam, aber behutsam, vorsichtig, aber auch ausdauernd ist dieser Ritter der Münzen. Auf den Mond gespiegelt, auf den Mond geklärt, tappt dieser Mensch im Dunkeln oder fischt im Trüben. So kann man es sagen. Und da man eben vieles nicht weiß, weil man nicht weiß, was will das Gegenüber eigentlich wirklich? Worauf kommt es ihm oder ihr an? Was hat mein Gegenüber hier beispielsweise, als die Wege sich getrennt haben, gemeint oder getan? Was hat ihn oder sie dazu bewegt? Wie habe ich darauf reagiert? Man kann das natürlich auf das Gegenüber genauso wie auf sich selbst beziehen, aber es sind Geheimnisse. Es ist etwas Unerklärliches. Es ist etwas, was man nicht nachvollziehen kann. Und Licht ins Dunkel zu bringen, wie auch schon vorhin gesagt, lässt einen Ritter der Münzen, der hier nur wirklich schleppend vorankommt, in Bezug des wie es weitergehen soll, dann auch tatsächlich mehr und mehr vorankommen. Wenn man mehr und mehr weiß, wenn man mehr und mehr Licht ins Dunkel bringt, dann weiß man natürlich auch, in welche Richtung man sich mehr und mehr bewegen möchte. Ich meine, völlig logisch, die allermeisten von euch dürften mir hier natürlich auch folgen können. Ich sehe hier eine Charakteristik, die ihr beide tatsächlich anwenden könntet. Weil man könnte hier vom Abtasten sprechen, man könnte hier vom vorsichtig Vorwagen sprechen. Man möchte hier nicht zu viel und nicht zu wenig. Man wird jetzt hier das Gegenüber nicht verhören oder an dem Lügendetektor anschließen, um so viel wie möglich aus ihm oder ihr rauszukriegen. Ich denke, das ist völlig logisch. Das würde man natürlich selbst auch nicht mit sich machen lassen, ganz, ganz klar. Deswegen heißt es hier, behutsam zu sein. Und jetzt auch wiederum ein Beispiel. Wenn in eurer Vergangenheit vielleicht die ein oder anderen ganz negativen Ereignisse stattgefunden haben, wo man beispielsweise wirklich von Schicksalsschlägen sprechen kann, sind das häufig Geheimnisse, die man sich vielleicht auch noch gar nicht anvertraut hat. Und jetzt könnte man natürlich dann auch dort etwas mehr nachbohren, wenn man schon weiß, oh, da ist ein Thema, da spricht man gegenüber nicht gerne. Ob das richtige Vorgehen ist in dieser Situation, wage ich zu bezweifeln, denn auf der einen Seite ist man natürlich neugierig, ganz, ganz klar, man will ja natürlich wissen, was los ist. Auf der anderen Seite könnte man da natürlich auch jemanden vor den Kopf stoßen oder überfordern. Ich glaube, ich habe es hier mit zwei Menschen zu tun, die recht zarten Gemüts sind, könnte man sagen, die vielleicht auch einen Hang zur Dramatik haben. Auch das wäre gut und gerne möglich, gerade mit einer Hohepriesterin übrigens. Aber es wäre hier gut und gerne möglich, dass man schon vorsichtig sein muss bei seinen Fragen, bei seinen Formulierungen oder bei eben dem Austesten der Grenzen, wie weit man gehen kann. Ich sehe das hier auch als eine Art intuitive Energie, denn
Manche von euch werden dieses Gespür empfinden können nach einem bestimmten Prozess, wie auch schon gesagt. Wie weit kann ich gehen? Was kann ich fragen? Wann sollte ich lieber innehalten? Wann sollte ich mir lieber Gedanken machen? Und wann kann ich mein Gegenüber vielleicht doch noch etwas mehr ans Tageslicht locken, sozusagen? Da den richtigen Weg zu finden, das richtige Vorgehen zu finden, ist meistens ein relativ kompliziertes Vorgehen. Allerdings mit Intuition, Bauchgefühl, mit Fingerspitzengefühl wird man das mehr und mehr sich antrainieren und erlernen können. Die Welt. Die Welt steht in den meisten einer Fällen das Abschließen eines Zykluses und den Beginn eines neuen Zykluses da. Es soll hier also eine Art Kapitel zu Ende gehen und ein neues Kapitel soll beginnen. Es ist genau das, was ich euch vorhin gesagt habe. Es gab hier eine Trennung. Es gab hier wahrscheinlich, es muss keine Trennung gewesen sein, aber ein Streit, ein Zerwürfnis, eine Meinungsverschiedenheit, eure Wege, Perspektiven, vielleicht auch euer Wohlwollen sind hier doch schon stark in Mitleidenschaft gezogen worden in der Vergangenheit durch ein Thema, welches hier mit den Fünf der Münzen dargestellt ist. Etwas ist verloren gegangen, was vorher da war. Und wie auch schon vorhin gesagt, das mag sehr unterschiedlich natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen sein. Daraus entstand eine Distanz, ein Zerwürfnis. Wie auch schon gesagt, hat man sich hier womöglich auch entfremdet sogar. Man konnte das Gegenüber nicht mehr nachvollziehen, nicht mehr wiedererkennen. Man wusste nicht, was er oder sie damit jetzt bezwecken wollte. Und was daraus entstand, ist Verwirrung, Konfusion und Unzufriedenheit. Dieses Kapitel soll hier abgeschlossen werden. Das ist verlassen mit folgender Verlassenskarte, logischerweise. Es ist hier definitiv so etwas wie eine Art Wiedervereinigung angestrebt. Man will sich hier wieder gutstellen, man will auf die gleiche Wellenlänge wieder kommen. Das benötigt aber auch natürlich Klarheiten, Einsichten. Anders ausgedrückt muss man Verständnis aufbringen können für etwas, was man sich bislang noch nicht erklären kann, was hier als eine Art Mysterium zwischen euch beiden steht. Was ist da in deiner Vergangenheit passiert? Warum reagierst du so oder so, wenn ich dies und das sage? Warum bist du so schweigsam, so introvertiert, so zurückhaltend, so schüchtern möglicherweise? Warum schreckst du zurück, wenn ich versuche, dich zu berühren? Ich kann euch da tausende Formulierungen nennen natürlich, die allesamt auf eine gewisse, man könnte sagen, auf eine gewisse Zaghaftigkeit, vielleicht auch Unabschätzbarkeit hinweisen. Aber man will hier grundsätzlich, und das ist hier die Spiegelung mit dem Magier, ein gemeinsames Kapitel schreiben, wenn man so möchte. Mit dem Gericht in der Spiegelung ist hier die Erkenntnis notwendig, aber man hat auch dieses Gefühl, mit jemanden, anstatt ohne jemanden die Zukunft verbringen zu wollen. Der Weg des Schicksals bzw. Ruf des Schicksals Folge leisten. Ich meine, eure Intuition, eure innere Stimme führt euch eher zu eurem Gegenüber, als dass sie euch von ihm oder ihr wegbewegen lassen würde. Hier haben wir eine weitere Kommunikations- und Konversationskarte in Form der 8 der Stäbe im Outcome. Hier Kommunikation. Ihr werdet also hier weiterhin Kontakt haben, ihr werdet hier weiterhin interagieren, ihr werdet euch weiterhin austauschen, so wie ich das hier entdecken kann. Und mit den 8 der Stäben sind das häufig dann auch Informationen, die auch zu einem bestimmten und gewissen Durchbruch führen. Kommunikation oder Konversation, die etwas ins Rollen bringt, ist hier die Grunddeutung der 8 der Stäbe. Und es mögen hier natürlich dann auch die ein oder anderen Erkenntnisse und Klarheiten und Einsichten und Details vermittelt werden, über euch gegenseitig möglicherweise. Es kann hier natürlich auch die ein oder anderen Begründungen geben, warum man hier sich distanzierte, warum man sich einigelte, warum man sich entfernte voneinander oder sich aus den Augen verlor. Auch das wäre hier gut und gerne möglich, aber generell kann ich hier Verständnis sehen. Ein Verständnis scheint mir hier tatsächlich dann auch auf der Ebene stattzufinden, indem man sich in das Gegenüber hineinversetzen kann. Empathie ist dann natürlich das Schlüsselwort. Aber die Intuition ist jene Energie, jenes Flüstern in euch, was euch zunächst einmal wirklich auch dazu vorbereitet, sich auf das sozusagen einstellt, was da als Information, was da als Licht im Dunkel auf euch wartet. Denn manche von euch werden hier etwas über das Gegenüber erfahren, was er oder sie garantiert nicht jedem einzelnen x-beliebigen dahergelaufenen Menschen erzählen wird. Das schweißt natürlich enger zusammen und bedenkt natürlich, auch diese Geheimnisse könnten viele von euch hier zu eurem Gegenüber lüften, auch wenn man sich definitiv dadurch angreifbar machen könnte. Was das Gegenüber dann davon hält, sei dahingestellt. Aber dieses sich anvertrauen können, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das wird hier mehr und mehr ausgeprägt werden.
Ich möchte mir das natürlich jetzt im weiterführenden Reading genauer anschauen, weil das eine höchst interessante Entwicklung ist, die das Ganze hier nehmen kann. Eine Art Berg- und Talfahrt kann ich hier im zwischenmenschlichen Sinne sehen. Wenn ihr euch darin wiederentdecken könnt, wenn ihr hier sagt, das ist ein Reading für euch und es resoniert für euch, liebe Wagen, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von dem Video gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dem nachzugehen. Über einen Like würde ich mich natürlich sehr freuen unter dem Reading, wenn es euch gefallen hat, genauso wie ich mich über ein Abo freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit natürlich viel anfangen. Ihr habt nichts Negatives dadurch zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Mai weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.